Auch in diesem Jahr hatte die AWG, die Allgemeine Wohnungsbaugenossenschaft Güstrow, Parchim und Umgebung, viele ihrer Mitglieder zu einem adventlichen Kaffeetrinken in die Stadthalle Parchim eingeladen. Es gab Kaffee, Kuchen und Stollen und wie jedes Jahr auch diesmal wieder eine Überraschung. Aber dazu etwas später. Wie der AWG-Vorstandsvorsitzende Norbert Carsten in seiner Ansprache sagte, sei es gelungen, die Entwicklung der Genossenschaft zu einer besonderen Marke auch im Jahr ihres 60. Firmenjubiläums fortzusetzen. Am Ende dieses Jahres werde die Genossenschaft weit über 3,5 Millionen Euro für das Verbessern der Wohnbedingungen ihrer Mitglieder ausgegeben haben. Jens Wiese, Regionalleiter Süd der AWG, erklärt, wie sich die Genossenschaft konkret um die Bedürfnisse ihrer Mitglieder und deren Wohnqualität kümmert. Ja, also gerade bei den älteren Mietern, was wir viele, viele ältere Mitglieder ja haben, sagen wir mal stufenlos, Duscheinbau, also Stufen in den Türen rauszunehmen, Duschen einzubauen, dementsprechend Erdgeschosswohnungen herzurichten, um doch für eine bessere Vermietung zu sorgen. Auch für das neue Jahr hat die Genossenschaft in Parchim konkrete Pläne. Ja, 2017 werden wir weiterhin Balkone anbauen in der Ringstraße. Es fehlen noch 3 Häuser mit Balkonanlagen und dementsprechend intensiv natürlich in die Wohnung investieren, um intensiv für unsere Leute da zu sein. In Parchim gäbe es allerdings noch Schwierigkeiten, ähnlich wie bei dem Klosterhof in Güstrow ein zusammenhängendes Grundstück für den Neubau von Wohnungen zu finden. Das sei in Parchim komplizierter, so Wiese. In der Parchimer Innenstadt sollen aber mehrere kleinere Grundstücke zu einer größeren Wohneinheit zusammengefasst werden. Die Genossenschaftsmitglieder jedenfalls sind mit der Arbeit ihrer Genossenschaft sehr zufrieden. Man fühlt sich einfach wohl, man glaubt, und es ist auch so, man ist aufgehoben in der AWG. Ich bin Mitglied seit 1998, habe schon etliche Epochen miterlebt und ich muss sagen, durch die Verschmelzung, die wir im Jahre 2015 mitgemacht haben, haben wir nur einen Glückstreffer. Es ist ein Glückstreffer in dem Sinne, es ist schon vieles passiert, es sind Investitionen gelaufen, wir fühlen uns rundum wohl. Auch die innergenossenschaftliche Demokratie funktioniert. Wir können sagen, was wir gern. Unsere Vorstellungen, die können wir dem Vorstand, wir können dem Aufsichtsrat, es ist immer ein offenes Ohr da. Wir können unsere Vorschläge vortragen, inwieweit sie realisiert werden können, aber es wird gehört und es wird auch dann gehandelt. So wurden in diesem Jahr an 3 Blocks in der Ringstraße Balkons angebaut. Besonders beeindruckt zeigte sich Karin Kölpin von dem Tempo, in dem dies geschehen war. Und dann kam die bereits erwähnte Überraschung in den Saal und auf die Bühne. Die Rede ist von der Schlagersängerin Regina Toss. Die Künstlerin konnte in diesem Jahr selbst ein stolzes Jubiläum feiern. Vor 5 Jahrzehnten hatte die ursprünglich aus Zwickau stammende Sängerin ihren Berufsausweis erhalten. Und noch immer ist Regina Toss viel unterwegs. Auftritte wie bei der AWG empfindet sie auf besondere Weise schön. Ja, ne, ich finde es wunderbar. Ich habe mich ja ein bisschen kundig gemacht und die feiern ja heute ihr 60-jähriges Jubiläum. Und dass alle die Menschen, die da heute Gäste sind, dass sie alle damit zu tun haben, dass sie noch in ihrer Wohnung wohnen. Und das finde ich wunderbar in der heutigen Zeit, wo man, wenn ich an Berlin denke, Gottes Willen, da kriegst du ja kaum noch eine Wohnung. Und ich denke, diese Menschen hier sind auf der sicheren Seite mit ihrer Wohnung. Und das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Und auch insofern passte es wunderbar, dass einer der bekanntesten Hits der Toss aus dem Jahre 1975 von einem besonderen Platz zum Wohnen handelt, von der Liebe, die ein Haus ist, in dem man miteinander wohnt. Gleich von der ersten Minute ihres Auftritts sprang der Funke über, alte Erinnerungen wurden wach. Der AWG war auch in diesem Jahr ihre Überraschung wieder einmal gelungen.